Und damit, hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Endlich habe ich heute wieder Zeit gefunden, mal wieder eine Folge Zelda aufzunehmen. Und ich dachte, heute ist es endlich soweit, dass wir den ersten Titan angehen. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist. Es ist mein allererster Titan, den ich jemals in Zelda angehe. Ich bin totaler Anfänger, ne? Es ist mein erstes Zelda. Und wenn ich scheitere, dann scheitere ich. Ich bin sehr gespannt einfach. Wir haben die Waffen hier. Ich habe keine Ahnung, ob es ausreicht. Gern alle eure Tipps oder Tricks in den Chat, in die Kommentare schreiben, was ihr so wisst. Und wenn ihr Tipps habt oder sagt, was ich falsch gemacht habe, ne, da bin ich immer drauf angewiesen, weil ich habe halt selber ziemlich wenig Ahnung. Wir haben vor allem viele Pfeile. Wir haben ein paar Schilder. Wir haben eine gute Rüstung, die wir verbessert haben. Also für mich zumindest ist sie ganz gut für den Anfang. Und haben auch, ja, ich glaube, ordentlich auch Proviant dabei. Ich würde sagen, wir legen los. Varuta heißt der Titan, glaube ich, ne, dieser Wassertitan. Genau, da ist der Punkt. Ich würde sagen, wir teleportieren uns. Und ich bin gespannt, wie immer. Viel Spaß. Und danke für den krassen Support auf alle Folgen, ne? Die Folgen werden immer noch aufgerufen. Ich finde es so nice. Ah, ich glaube die Brücke da unten. Sekunde, ich habe keine Energie mehr gleich. Was mache ich denn jetzt? Und da sind wir. Bei unserem ersten Titan. Oh mein Gott. Ey, der ist schon groß. Am besten sich im Wasser landen. Let's go. Ich bin sehr gespannt. Gerade mal hier der Ausblick. Sieht schon heftig aus. Okay, let's go. Aber wie dunkel es ist, ne? Soll mal wieder heller werden. Sidon. Da bist du ja, Link. Ich bin langsam etwas ungeduldig, Bruder. Egal. Ich kann irgendwie nicht vorlesen. Ich kriege im Auto alles irgendwelche Wörter ein. Hast du die Zora-Rüstung und die Elektropfeile? Ah, die brauchen wir. Ich dachte mir, Chat, wofür ist denn dann unsere Rüstung, die wir jetzt haben? Brauchen wir jetzt die Zora-Rüstung? Ich habe extra die andere geupgradet. Was ist denn jetzt? Los geht's. Brauchen wir jetzt die Zora-Rüstung oder brauchen wir die andere? Das ist ganz wichtig, Chat. Achte auf den Rücken des Titanen, okay? ETF. Das ist eher so eine Riesenmaschine. Bullet Time Bounce gemacht? Nee. Ah, ich weiß, was du meinst. Nee, das ist nichts für mich. Ich bin Anfänger. Siehst du die rosa leuchtenden Vorrichtungen? Ja. Die musst du mit Elektropfeilen abschießen. Dank der Zora-Rüstung kannst du Wasserschwelle hinausschwimmen. Andere Rüstung brauchst du. Die. Ich bringe dich bis unter die Wasserfälle, dann schwimmst du schnell hoch und schießt. Ich brauche die Zora-Rüstung. Ja, ja. Kann ich meinen Helm oder so aufziehen? Alles klar. Ich darf auf seinen Rücken aufsteigen. Oder kann ich einen Helm oder so tauschen? Oder irgendwas tauschen noch? Ich habe extra meine Sachen geupgradet. Dann komm. Auf geht's. Mein erster Titan. Im Schirm macht mir keiner was vor. Ruth hat uns bemerkt. Ich ziehe mich erstmal zurück und versuche, den richtigen Moment abzupassen. Ich schwimme so schnell ich kann. Rutas Angriffe musst du abwehren. Varuta wird zweifellos eine antike Technologie gegen uns einsetzen. Er besitzt die Kraft, Eisblöcke zu erzeugen. Du musst sie irgendwie abwehren, bevor sie uns treffen. Und jetzt? Was gegen das Eis? Oh, ach so. Muss ich irgendwas. Weiß ich. Hä? Was soll ich machen? Halt, ich hab ab. Oh, ich hab ab. Okay. Ich kann auch was essen. Ich kann auch was essen zwischendrin erstmal. Okay. Oh je. Essen. Ah, benutzt Kyro für die Eisblöcke. Ach so. Danke. Ach, lol. Ich hab Pfeile gewastet, Alter. Danke, Holz. Aufsteigen. Ich hab was, Digga. Aufsteigen. Sekunde. Elektropfeile. Habe ich das verkackt? Zerstöre das Eis! Nein! L. Wo kommen die denn? Da. Ja. Okay, jetzt ist er fett.
Also bisher ist noch gut. Hä, wie soll ich ihn treffen? Hier. Hä? Jetzt. Oh mein Gott, ich bin da völlig überfordert. Jetzt. Oh. Da. Yes! Ich hab getroffen. Oh. Ey, ich bin fast tot gewesen schon wieder. Oh mein Gott, ey. Okay, komm, ich schaffe das. Oh! Warum schießt der Eis? Du musst eigentlich Wasser schießen. Sehr nice, hast du schon. Nee, es geht noch weiter. Okay, geht klar, geht klar. Boah, das wird echt intens werden. Okay. Jetzt geht wieder hoch. Ich weiß nicht, wie viele Sachen wir abschießen müssen. Das ist wieder gut. Ziel wird sich verkacken. Ja, die ist es ja schon. Aus, jetzt los. Ey, ich hoffe, ich sterbe nicht noch aus. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Oh, die werden wahrscheinlich mehr Schaden machen. Willst du die Chance? Das ist eine Chance. Oh mein Gott, Alter. Ah! Ah! Oh mein Gott. Okay. Was war das für eine Chance? Ich verstehe es nicht. Okay, müssen gleich wieder nach oben. Ich habe voll irgendwie ganz lost reingeschossen. Das war ein Fehler. Bin ich hier richtig oder bin ich jetzt hier falsch? Egal, ich kann auch hier reinschießen, hoffentlich. Aufsitzen. Oh mein Gott, ey. Ich hab mich abgewehrt, fällt mir gar nicht. Los, egal. Okay, let's go. Ich weiß, ich glaube, wir können direkt den ersten Wasserfall nehmen. Ich hoffe es. Bin ich los? War der falsche? Oh ne, war der falsche Kacke. Hier, wo muss ich jetzt noch reinschießen? Da? Chat, ich verstehe gar nichts mehr. Wahrscheinlich hier reinschießen, oder? Hä? Hallo? Halt dich gut fest. Was habe ich falsch gemacht? Ich verstehe. Wo muss ich denn hinschießen? Nutz die Chance. Was für eine Chance? Ich verstehe nicht, was man mit einer Chance meint. Ich dachte, wo ich gerade hinschießen musste. Oh! Oh! Hast du Elektroteile? Ja, habe ich, aber ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Auf der anderen Seite, ach so, was? Schieß nach oben! Oh? Kann ich jetzt einfach auf dem landen? Ah, ja. Du bist der Beste! Oh mein Gott, okay. So geht es auch. Das war spitze. Okay, jetzt wird wahrscheinlich Wasser, oder mal? Ja, ist schon ein bisschen unheimlich für einen Anfänger. Okay. Was? Endlich hört der Regen auf. War es schon? Ich glaube nicht. Router schießt kein Wasser mehr aus. Es ist immer so. In Spielen immer. Ich kenne auch nie Nintendo-Spiele. Router ist aufgetaucht. Du wolltest ein Inderlos sehen. Ich bringe dich zu ihm. Viel Erfolg da drinnen. Wieder drinnen. Aber bisher war es jetzt echt nicht so schwer. Ich meine, ich war jetzt nicht wirklich am Struggle. Ich habe natürlich ein bisschen verkackt teilweise, aber in Gefahr war ich jetzt nicht wirklich gefühlt. Link, oder... gute Arbeit. Der Titan hat endlich aufgehört, Wasser zu versprühen. Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Titanrüstung wechseln. Okay, danke. Machen wir.
Ich wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns später im Dorf der Soras. Wie? Du schaffst das. Ja, Ehrenmann, danke dafür. Erstmal allein lassen. Fühl ich. Also, er kann doch wenigstens davor warten. Wartet jetzt nicht ernsthaft im Dorf der Zoras. Unglaublich. Wie lange streamst du schon? Also, heute seit 1,5 Stunden. Allgemein seit 4 Jahren. Du bist wirklich spitze. Ja, danke dir. Erstmal abhauen, entspannt. Hä? Kann doch wenigstens an der. Keine Ahnung, am Ufer warten, so, aber egal. Ey, ich bin aber schon froh, wir haben den ersten Teil schon mal geschafft, aber ich verstehe dich. Oder kommt jetzt erst der schwere Teil wahrscheinlich? Ich weiß, dann spricht es Soras aus, schreiben mir viele, aber ich. Es sind die Zoras für mich. Oh, Modul sogar. Alter, ist so geil. Der erste Titan einfach. Teleportieren. Du lebst also wirklich noch. Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass du eines Tages hier zu mir kommen würdest. Hey, die ist im Schloss. Jawohl. Möchtest du Ganons Macht vertreiben und Ruta befreien? Ist das so eine Frage? Lol. Dann solltest du dir als erstes die Karte beschaffen, die sein Inneres zeigt. Okay, ja gut, das ist schwierig aus. Ja, schwierig, schwierig aus. Die Karte hütet dieser Leitstein. Schwierig aus, ja. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. Okay. Okay, das war interessant. Erstmal irgendwas zum Full Life. Wir wechseln, würde ich sagen, den Bogen schon mal zu einem besseren. Und wir wechseln die Rüstung zu einer besseren. Dass wir schon mal perfekt ausgerüstet sind zum Helm. Weil da drin ist auch kein Wasser mehr. Es geht los. Erstes Ziel, wir müssen an den Bauplan kommen. Kein Elektropfeiler, waste Sekunde. Greift er uns an? Ich weiß nicht, aber es ist ein Gegner schon. Okay. Ich glaube, es war richtig, keine Ahnung. Oh, da hinten ist ein Wächter. Ja, gut, easy, wir können den one-shotten, geil. Kriegen wir das? Okay, eine Schraube. Da geht's weiter. Ich weiß ja nicht genau, wo ich hin soll. Da unten. Was ist hier noch? Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir müssen. Ne, ist kein Auge, oder? Unter Wasser. Ich weiß nichts mehr. Wir gehen erstmal in den Nachbarraum. Ich hab irgendwie Angst, ins Wasser zu gehen. Ah, da ist kein Wasser. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Okay, da ist ein. Okay, sehr geil. Da ist ein Stein. Da ist ein Auge. Achso, lol. Kann nur noch lösen, an der Kontrollsiegel hochgefahren werden. Achso, das Kontrollsiegel lösen, okay. Ich weiß nicht, welche Kontrollsiegel wir lösen müssen. Aber hier scheint erstmal nichts zu sein sonst, oder? Dann müssen wir gleich erstmal das Auge noch abschießen. Da ist doch ein Auge, lol. Habe ich doch echt gesehen, das sieht man irgendwie gar nicht so gut. Ja. Reicht das? Geht das jetzt auf? Ah, ich glaube, wir können es aber mit Eis aufbekommen, ne? Ah, da ist noch okay. Mhm. Nee, so nicht. Ah, doch, es geht easy, ja. Let's go, okay, den ersten Teil geschafft, aber es war doch nicht so schwer. Ah, jetzt kriegen wir die Karteninformationen. Aber richtig, hatte ja gesagt von. Über, den Innenraum.
Hä? DTF. Ich verstehe gar nichts. Was ist das für eine Karte? Ich kann nicht... Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Okay. Ah, ja, ich habe die Kartenübersicht, okay. Ich kann jetzt den Rüssel bewegen. B auswählen. Was habe ich jetzt davon? Das ist irgendwie unheimlich, okay. Oh, oh. Lost. Okay, jetzt schauen wir. Nächster Anlauf. Komme ich da jetzt wirklich rein oder bin ich jetzt komplett dumm? Das zu versuchen. Hat nichts gebracht, ich so lost nochmal. Dann noch höher. Was bewegt sich das Teil, wenn ich es lost? Das bewegt sich nicht, ich muss noch ganz oben was tun sonst. Jetzt. Wieso dreht sich das jetzt nicht mehr? Jetzt. Das war die falsche Richtung. Schade. Ey! Wie? Oh mein Gott. Was sind denn Stacheln auf dem Boden? Ja, untersuchen. Habe ich es geschafft? Vier Kontrollsiegel musst du noch lösen. Danke. Gib nicht auf. Nee, ich gebe auch nicht auf, aber es war schwer. Also ich habe es geschafft, Schimmer, oder wie? Okay. Ach, lol. Jetzt verstehe ich es immer nicht. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Los, Jonas. Hä, das war das Rätsel oder wie? Egal. Okay, wir haben noch was geschafft. Ah ja. Also das hätte ich ohne euch niemals geschafft, ey. Hä, das war das Rätsel? Ich weiß, dass du es schaffst. Stehe ich nicht. Noch drei. Okay, wir sehen, wo die Punkte sind. Wie komme ich jetzt zum Rüssel und zu den anderen Punkten, ist die große Frage. Okay, wohin jetzt als nächstes, Chat? Ja, das ist aber auch schwer. Das war zwar gut getimt. Also wenn das jetzt nicht richtig getimt. Es sind noch zwei Kontrollsiegel. Ja, okay. Ja, danke. Das triggert mich langsam ein bisschen. Ich will nur noch die zwei Siegel schaffen. Junge, als ob das das Rätsel war. Das war ein Witzrätsel. Wie soll man das denn checken als Spieler? Muss ich jetzt hoch? Ist es richtig, was ich jetzt hier versuche, jetzt hier hochzukommen? So? Ich denke schon, oder? Verfehlt. Okay. Ich krieg ja Schaden. Scheiß drauf. Essen. Erhöht Angriffskraft. Perfekt.
Unsere aktuelle Waffe ist eh fast kaputt. Die können wir eigentlich kaputt machen jetzt. Wegwerfen. Ey, aber ich habe doch auch einiges selber rausgefunden. Sehr nice. Okay. Ich bin hier, glaube ich, richtig, ne? Okay. Ah, jetzt habe ich einen besseren Zugang wahrscheinlich dorthin, okay. Geht's hier weiter? Es geht weiter, okay. Wir sehen halt auch die Kontrollpunkte auf der Karte. Kurz mal hier drehen ein bisschen. Also wir sind, glaube ich, okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg jetzt. Oh mein Gott, war das ein Krampf bisher. Hä? Wie jetzt? Ja, was ist denn das für ein Gang hier, bitte? Ja, das ist eine Kiste? Wo kommt die denn jetzt? Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ich bin verwirrt. Brauche ich nicht. Hä? Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Jetzt bin ich jetzt so weit oben. Ah, wir können jetzt. Hä? Ne, die Kiste. Wo bin ich jetzt? Ich verstehe gar nichts, aber wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, weiter oben wahrscheinlich. Das ist schon okay. Ah, der Rüssel war hier im Weg. Okay, ich verstehe schon. Kann ich dieses Zeug da wegbekommen? Das nervt mich. Egal. Der Gang war. Okay, jetzt verstehe ich es. Aber auf die Idee muss man auch erstmal kommen, dass der Rüssel da im Weg ist. Ich habe nur gesehen, dass ich nicht durchkomme, ey. Ah, ja. Das riecht episch ausschalten. Alles gut? Ne, war nicht gut, nicht getroffen, egal. Oh! Easy. Alles weg jetzt? Yes! Let's go. Ich esse am besten mal schon was. Ich weiß, das ist ein Siegel. Naja, ich weiß. Das weiß ich schon. Ich verstehe. Ja, jetzt muss ich eigentlich. Junge, wie langsam der fliegt. Komm mal schneller. Ja, und jetzt? Jetzt verstehe ich gar nichts. Was machen wir jetzt hier? Wo ist jetzt das Siegel? Ah, wir sind da. Wir sind drauf. Ich sehe halt gar nichts. Ich warte mal kurz. Hoch? Wie hoch? Verstehe ich nicht. Was will ich denn hoch? Ah, lol, ich verstehe schon doch. Lol. Ja, und wie geht's dann weiter? Wir werden es sehen. Jetzt? Fliege ich jetzt nicht runter? Ne, bin ich wahrscheinlich drauf. Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Ja. Ich sehe vor. Ich glaube, es war unten drin, ne? Ich glaube, hier runter. Oder? Ah, lol. Wo kommt denn das Feuer plötzlich her? ETF. Wo kommt das denn jetzt her? Keine Ahnung, ey. Ah. Junge, warum muss das so komisch aussehen?
Ach, das reicht. Ich dachte, ich muss immer das Auge treffen, wenn es sich anschaut. Dachte ich. Jetzt Magnet. Nicht runterfallen. Was ist jetzt runterfallen? Let's go, Alter. Aber wieso ist denn da dieses komische Zahnrad? Soll das einen verwirren? Was macht denn das da oben? Ich verstehe das nicht. Ist mir auch egal. Dann ist es so gemein. Wieso soll ich da ein Zahnrad hin, wenn ich da nicht... Wo wir sind jetzt da gewesen? Boah, Junge, Alter. Boah, wie lange haben wir jetzt gebraucht bisher? Über eine Stunde schon. Oh mein Gott, ey. Das war echt anstrengend. Ich hätte gedacht, es wäre mehr Kampf und weniger Denken. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Naja, okay, easy, Alter. Ja, ich weiß, was du machen musst, danke. Da musst du hin. Ja, ein paar große leuchtende Punkte hätten mir zwischendrin auch geholfen. Glaube ich, aber egal. Den Weg besser zu finden. Easy. Oh ja, das sieht schon mal... Ja, let's go, Alter. Ah. Oder geht das jetzt weg? Gar kein Bock. Och nee. Wer denn jetzt her? Total random. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich... Hat es mich gefangen? Weil getötet ist sie ja nicht worden. Aber du kannst es schaffen. Wahrscheinlich besiegt. Ich weiß, du wirst siegen. Sieht aus wie so ein Leune mit einem Schwert. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Hat er so wenig Leben, lol? Hä, hallo? Hast du was? Ja, der kann die werfen. Woher soll ich das denn wissen? Rüstung erstmal. Ja, changen. Gut, dass du sagst. Danke. Okay, ganz ruhig bleiben. Also erstmal Rüstung changen. Danke für den Hinweis. Hä, als ob die werfen kann, wie unfair. Oh mein Gott, Alter. Lol, ein Herz. Ja gut, ein Herz ist in Ordnung. Ich hab schon eine. Muss ich mit dem Schwert da drauf oder? Oh! Ich will was essen. Habe ich einen besten Bogen? Eigentlich schon, ja. Oh! Double Hit. Foto? Foto? Was ist denn Foto? Ich weiß es nicht. Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Hey, wieso schwimme ich denn jetzt? Ja, das ist nicht gut. Ah, ich soll fotografieren. Sekunde. Fotografiere ich denn? Okay.
Ich sehe nichts. Ramon. So ein Foto. Schau mich an. Der will sich ins Auge von mir treffen. Hä, aber bisher ist es eigentlich nicht so schwer. Ich esse am besten mal schnell was. Bestes Bild. Danke, danke. Oh, okay. Sekunde. Kyro-Modul jetzt. Oh, ich hab getroffen, ne? Sehr gut. Okay. Jetzt ausrüsten. Ey! Aber, also bisher sind wir nicht so gefährlich vorgekommen. Okay. Ja, bin ich. Ich sehe nichts. Digga, die Kommentare, Alter. Danke dafür. Oh, lol. Ja, erstmal Wildgemüse essen und entspannt. Schwertattacke geht auch. Ich sehe nichts. Junge. Schnell. Kyro-Modul. Ich kann nichts machen, so. Digga. Oh, geht da raus, geht da raus. Ich muss wieder auf der Plattform. Was ist das? Was ist denn da über mir? Das ist asozial. Ich sehe nichts. Junge. Jetzt! Danke. Gute Position. Oh nein. Kannst du diese Eisblöcke nicht irgendwie aufhalten? Was für Eisblöcke? Ich habe ein anderes Problem als Eisblöcke. Eisblöcke, Junge. Okay, jetzt haben wir noch einen Elektro-Pokémon. Okay, jetzt sind wieder Eisblöcke, ja. Treff nicht mehr. Oh! Also jetzt? Nicht wieder über mich. Kann ich dich auch mit dem Schwert angreifen? Ich muss meine ganzen Pfeile hier schwerten für das Ding. Was ist das? Ich dachte, der wäre so schwer. Oder geht er jetzt in den Nahkampf? Och nein! Hä, ich dachte... Ey, ihr meint, alles wäre so schwer. GG, hä? Das wäre doch voll einfach. Jetzt ist es schwer, ach so. Pfeile wieder einsammeln. Das war mein erster Titan jetzt, ne? Lol. Ey, der war doch voll easy, ehrlich gesagt. Also jetzt ehrlich so, ne? Also, ich meine, ich bin jetzt nicht wirklich ins Zweifeln gekommen. Hä? Aber alle sagen GG, so... Hä? Soll ich denn... Hätte ich die Schwerter nicht... Ich hätte nur meine ganzen Pfeile verschossen. Das triggert mich. Kann ich doch... Okay, erstmal ein Herz mitziehen. Sehr geil. Und jetzt? War's das? Mhm, okay. Ja, aktivieren. Da sehe ich mich. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit. Was? Und Ruta zurückerobert. Aber... Ach, die ist das! Das ist nicht die Zelda gewesen. Das war die Fischfrau. Ich weiß nicht, wie ich nenne. Amifa, okay. Das war die, achso. Die Stimme ist doch dieselbe gewesen, oder? Was soll man jetzt unterscheiden? Körper mehr. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Die wurde besiegt. Es macht alles Sinn. Ich brauche sie nicht mehr. Ich gebe eine Fähigkeit.
Dir könnte sie hilfreich sein. Meine Gabe. Mifas Gebet. Ich krieg eine Fähigkeit, oder? Gönnung. Lol, er schwebt sogar. Diese ganze Zeit, ja, was ist hatte das? Ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen. Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Und von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Ja, klingt gut. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ich sollte mich aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Link, bitte hilf ihr. Bitte, rette die Prinzessin. Findet er jetzt? Nee. Doch. Das ist doch ein Elefant und kein Fisch, hä? WTF? Lol, was? Das kommt mit random. Da steht jetzt auf dem Felsen, hä? Gerade eben ist noch im Wasser oder bin ich auch verkehrt? Greift er jetzt an? Was? Ruta, mit deiner Kraft können wir Link noch einmal zur Seite stehen. Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn. Wie random war der Angriff jetzt bitte? Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich war keine sehr gute Tochter. Ich habe ihm immer Sorgen bereitet. Ich hätte ihn noch einmal sehen können. Zurück im Dorf der Zoras. Mifas Gebet. Enthält die heilende Kraft, Macht Mifas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du automatisch mit allen Herzen wiederbelebt, sogar über das Maximum hinaus. Das ist nicht gut. Das ist doch übel OP, oder? Okay, krass. Und damit würde ich dann sagen, den ersten Titan haben wir. Wir sehen hier schon wieder den ersten Titan, seinen Angriff auf
Garon richtet. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das war mein erster Titan in Legend of Zelda. Weitere Titanen werden hoffentlich folgen. Danke fürs Zuschauen, danke für den Support bisher für das Projekt. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Video. Weitere Folgen werden folgen. Und ja, ciao. Okay, der baut mir zum Ende aber nochmal sehr krass.